Pech hoch. Weißt du nicht, wie gefährlich das sein kann? Kennt ihr nicht die Geschichte von zwei Menschen, die von einem Geist verfolgt wurden? Sie wollten nur Urlaub machen. Aber daraus wurde allerdings nichts. Im Gegenteil, sie wurden um die ganze Welt gejagt. Sie konnten sich nirgends verstecken. Sie haben alles ausprobiert. Sie versuchten, ihn immer wieder abzuhängen und es gelang ihnen auch. Aber nur für ein paar Sekunden. Es war so, als wüsste der Geist genau, wo sie sind. Und deshalb war er immer genau einen Schritt hinter ihnen. Warum weiß der Geist denn immer, wo sie sich befinden? Na, weil sie immer ihren Standort angegeben haben. Dabei hätten sie das einfach ausschalten können. Dann hätte der Geist sie nie gefunden. Aber es geht ja nicht nur um den Standort. Die Wirklichkeit ist viel gruseliger. Da werden alle möglichen Informationen von dir gesammelt. Jetzt sagt mir nicht, ihr kennt die Geschichte der Datendiebin nicht. Die geht dir einfach nach. Denn was auch immer du online machst, es gibt Informationen von dir preis. Und die Datendiebin kann diese Informationen zusammenfügen. Stell dir vor, so wie kleine Puzzleteile, die zusammenpassen. Und wenn sie dann alle Teile hat... Oh. Und was passiert, wenn er alles über dich weiß? Vielleicht kann sie dich dann klonen. Das ist doch Blödsinn. Man kann sie einfach fragen, was sie damit macht. Die muss dir dann sagen, was sie von dir weiß. Du kannst doch alles löschen lassen. Oder noch einfacher, du sagst ihr von Anfang an, dass sie das gar nicht darf. Und woran erkenne ich eigentlich so einen Datendieb? Ganz einfach. Die können gar nicht geheim bleiben. Egal, was du im Internet machst, auf welcher Seite du unterwegs bist, die müssen dir immer sagen, welche Puzzlesteine sie sammeln und wofür. Also, kann ich das Bild jetzt nicht hochladen? Wenn du dir nicht sicher bist, frag am besten einen deiner super schlauen Freunde oder deine Eltern. Aber du kannst dir einstellen, welche Informationen bei einem Foto wiedergegeben werden können. Zum Beispiel können wir den Standort ausschalten. Siehst du, jetzt können wir das Bild sicher hochstellen. Toll gemacht! Juhu! Yeah!